Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge waren wir auf der Nexus, wir haben uns den Erinnerungssplitter angeguckt, wir haben von PB irgend so eine Fähigkeit bekommen, wenn wir den Tech Bomb skillen würden, was wir natürlich nicht tun. Ja, nicht wahr, das war so das was so wirklich wichtig war. Wir werden jetzt, wir müssen jetzt einen Quest machen. Es gibt viele Quests, es gibt viele Ausrufezeichen wieder in irgendwelchen Systemen. Wir werden aber erstmal nach der Arche suchen, würde ich sagen. Weil das ist der Quest für unsere Gefährten-Quest. Wenn wir den abschließen, dann können wir die alte leveln. Diese Stufe 6 Fähigkeiten nehmen und diese Gefährtenquest war eigentlich immer das Geilste. Selbst das Funkrauschen von der Geißel ist leiser. Unheimlich. Ja, tot hier oder was? Anomalie geortet. Yes, it is. Schicke Sonde aus. Das ist Korras Nav-Punkt. Ja, auf geht er, der Peter. Eine Missionsbestehung. Ja, da müssen wir sehen, müssen wir bestimmt nehmen. Ihn nehmen wir ihn mit? Oder tauschen wir ihn aus? Wisst ihr was? Wir tauschen ihn mal. Wir nehmen mal jemanden, den wir noch nicht dabei hatten. Wir haben sie dabei, wir hatten ihn dabei, ihn. Wir nehmen einen von den dreien. Ich will die haben. Natürlich müssen wir die dann erstmal leveln. Naja, sie ist dabei. Beautiful, beautiful. Wir nähern uns jetzt Korras Nav-Punkten. Etwas ist dort. Vielleicht eine Arche. Verdammte Geißel. Sam, hilf mit Sensoren. Schwer zu glauben, dass die Lucinia das überlebt hat. Was will die Asari-Arche hier? Verirrt vielleicht. Oder sie sucht was. Sarissa hat Pläne für die Jäger der Dezimierung. Von ihr stammt das Handbuch für Krisen. Die Elite-Soldatin. Glauben Sie immer noch, die schafft alles? Sarissa war eine Legende, bevor sie Leibwächterin des Pathfinders wurde. Sie hat einen Plan. Aha, Schiff der Initiative geortet. Lebenszeichen. Minimale Energie. Mehrere Rumpfschäden. Ein Wrack. Wenn sie fliegen kann und die Crew lebt, ist alles okay. Kerlo, wir gehen rein. Ich versuch's. Eine Andockbucht funktioniert bestimmt noch. Vetra. 9 Points, nur 9 Points? Da kann man hier ja ordentlich hier noch was reindrücken, ey. Bots und noch 5 Points. Ah, die hat auch einen Betäubungsschuss. Das heißt, die scheppert die Leute auch ordentlich um, ey. Hier klatschen wir noch einen hier rein. Ah, mehr Damage, ey. Krass, ich dachte, die hat das eine. Die hat irgendwie mehr Punkte. Gut, gut. Wir sind an Bord. Irgendeine Reaktion auf Funksprüche? Nichts. Let's go. Vielleicht sind ihre Sensoren kaputt. Dekompression eingeleitet. Verreckt, ihr Cat-Monster. Wir sind keine Cat. Wir sind ein Pathfinder-Team. Ryder, Lieutenant Harper und Sam. Sende ihr unsere Identcodes. Bestätigt. Tut mir leid. Ich bin Captain Atandra von den Resten der Lucinia. Kommen Sie auf die Brücke. Vielleicht können Sie dabei helfen, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Den Scheiß auf. Dabei wollten wir doch nur helfen. In diesem Bereich wurde gekämpft. Aber keine Leichen. Was auch immer passiert ist, es hat den Captain ganz schön aggressiv gemacht. Wenn die Tempest so aussähe,
Wie würden Sie sich dann fühlen? Entspannt. Dumme Frage. Sie würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Theris, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für Ihren Blutdruck. Ryder, ich wusste nicht, dass Sie der Asari-Pathfinder sind. Wir dachten, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder und Sie wären Ihre Tianna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne Ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Cat sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Cat hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Cat. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten. Ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Cat hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken, und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Von wie vielen Cat reden wir hier? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ULG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. So gut wie erledigt, Ma'am. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe Ihnen Zugang. Aber Vorsicht. Na, also. Da machen wir die jetzt weg, Alter, die Kids. Sind Sie okay, Cora? Jetzt Part tatsächlich, wir fahren von links nach rechts. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater. Natürlich fahren wir von links nach rechts, Alter. Hier sind ja auch so Sitze, die ich auch vorher riechen kann. Manchmal gewinnen immer, wir. Wenn ich hier reinkomme. Kommt, wir hoch, fahren wir von unten nach oben Soldatin oder von links nach rechts? Besser. War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Das ist unheimlich. Hier sollte eigentlich geschäftiges Treiben herrschen. True, die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Sehen Sie mal, hier unten lebt noch jemand. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Chill mal deine Basis. Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Mann. Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Cat haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Wozu offene Türen? Hier sind keine Schiffe. Die Cat versuchen wohl, die Brücke zu erreichen. Cat überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ILG. Ich... Vedaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Na klar, passt du auf. Ihr passt immer alle auf. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet!
Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am. Konsole online. Bleiben Sie innerhalb Ihres Radius. Achso, ich muss hier drin stehen bleiben. Hangartüren zu 21% geschlossen. Hangartüren zu 53% geschlossen. Hangartüren zu 77% geschlossen. Yes, yes, yes. Das war ein frecher Headshot, muss ich sagen. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Kettzugang abgeschnitten. Jo, hier ist der gut geflogen. Okay, das müsste es gewesen sein. Wo willst du denn hin? Nur Energie haben wir keine. Bleib hier, Schlampe. Tragen wir sie. Was war das? Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Scheiße. Medaria? Sorry, was ist dir recht? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß, die Überlastung hat einen Brand ausgelöst. Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Keine Theorie jetzt. Wir müssen die Arche sichern. Könnte kompliziert werden. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay. Zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo geht's zu den unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Kett in der Leere vergehen. Alles klar. Geh doch mal ganz entspannt weiter. Das Schiff ist kurz vorm Abkacken, aber wir move mal Ryder, ganz hier entspannt ist durch die Tür. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung, machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarissa out. Richtig so wie hier bei Fucking. Hier sieht das wie bei Dead Space, Alter. Holy shit. Creepy stuff. Ist jemand zu Hause? Was ist das? Hier, auf dem Schild steht Matriarchin Ishara, der verstorbene Pathfinder. Fucking Schrein. Oh, und behält deine Klaue noch ein paar Sachen erstmal. Kannten Sie Matriarchin Ishara? Nicht persönlich. Hier, Vidalia. Ich bin fast bei den Stase-Kapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Vidaria, durchtrennen Sie die Mech-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Hoffentlich sind die Dinger erst an Bord gekommen, nachdem die Kinder weg waren. Als Maul, Alter. Scheiß auf die Belger.
Scheiße, nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Sieht nicht gut aus. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Hier, Vidaria. Die Cat haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Feinde über uns! Okay, die geben voll Gas. Wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Ich dachte, hier ist jetzt ein super Monster drin, oder? Ah, das ist durchgeschmort. Na, großartig. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. You know, fucking say, fuck your fucking genius. Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Das wird uns abkühlen. Vidaria hier. Ich hab die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nav-Punkt. Wir sehen uns dort. Das ist jetzt bestimmt so ein fucking Roboter. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf. Aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so... Au! Jetzt mal. Spüren Sie das auch? Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Wow, hier sind ziemlich schnell ziemlich viele Leute durchgekommen. Schön, was geht? Der Göttin sei Dank, Sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß Ihr Sam eine Lösung. Einfach mal draufschießen, oder? Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden. Sonst brennt das Gerät durch. Na, das ist doch auch aus. Bereit, Vidaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Cat! Passen Sie auf das Gerät auf! Wir kümmern uns um Sie! Aber wir brauchen Sie, Vidaria! Sie schaffen das! Vidaria, wir brauchen Sie. Achten Sie auf das Glas! Das hält schon ein paar Schüsse aus. Konzentrieren Sie sich auf die Cat! Kabel. Wir kommen der Sache näher. Noch mehr Cat. Ausschalten. Bei der Göttin, wie viele sind denn da an Bord gekommen? Oh mein Gott, ich wurde gekillt.
Technik bei dir eingesetzt. Okay, jetzt das Kabel. Das letzte Kabel. Arbeite am letzten Kabel. Noch ein Angriff. Sie sind verzweifelt, Ryder. Das müssen die letzten sein. Das Gerät kann jetzt deaktiviert werden. Lovely stuff. Das Geräusch. Good job. Ist weg. Das wollten wir doch, oder? It depends. Hier, Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. Ich atme durch, wenn wir auf der Nexus sind. Gut. Im Moment melden die Sensoren nichts. Hier ist Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Wir behalten das Loch im Auge, nur für den Fall. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten! Die Barriere bricht zusammen! Ishara, sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Cat-Verstärkung nähert sich Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir. Tiamna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt, auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Eine Bewacherin, die ihren Pathfinder im Notfall nicht verteidigt? Nach allem, was sie über Pflicht und Opfer geschrieben hat. Verdammt, Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst. Hier, Atandra, wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. Wann haben wir ULG? Zu lang. Sarissa kommt. Drängen Sie sie zurück. Helme auf, Leute. Oh, wie macht das? Ja, die Ammunition ist niedrig. Achtung. Das Masseneffekt-Feldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Oh, shit. Das könnte nützlich sein. Hallo, warum kann ich nicht fliegen? Das sieht gut aus. Fuck off. Alle festhalten! Das war ja jetzt... voll cool. Wir haben cool. Verstärkung! Hallo? Ja, na klar. Ich hätte die schon längst auf dem Schiff weggezirkelt, ey.
Okay. Jetzt war ich dann... Du warst tot, weiß ich, was ich dazu sagen soll. Wann kommt denn mal so ein Boss hier, Alter? Wo ist denn dieser Typ, der Bot heißt oder wie er heißt? Oder Rack oder so. Ja, Rack der mich. Ryder, der Recke sendet weitere Kette. Sarissa ist gleich da. Ist das? Nicht nachlassen. Stell dir vor. Genug. Die Dezimierung wird nicht zurückgewiesen. Ich hole mir meine Beute. Oh, er kommt. Das muss der Recke persönlich sein. Hell yeah. Erledigen wir ihn. Jawohl, endlich ein Boss. Keine Henchmen. Let's go. Wo ist er? Ist er schon da? Bist du denn? Oder noch was? Einer oder zwei? Die Hassani-Diebin versteckt sich hinter ihren Handlangern. Sie ist ihre Puppenspielerin. Sie wird ebenso abgeurteilt wie sie. Hallo, die Sorte hat sich noch bewegt. Nein! Oh, goodness gracious! Ich hatte, da kommt ein neuer Boss, ey. Das ist ja schon wieder der. So ein Alkohol, so shit, ey. Wir sind davon auch gefeiert. Wir waren am Anfang cool, die ersten drei Mal. Oder so. Sie verweigert sich ihren natürlichen Souverän. Was? Wir sind Knie nicht beugt, dem wird es gebrochen. Halt dein verdammtes Maul! Lovely, der hätte von mir sein können. Der Renke. Renk mich. Eine Rumpfcrew, aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie, ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Of course.
Sie verdienen die Wahrheit. Aber trotzdem. Auch wenn sie hart. Ja, okay, ich bin der einzige Pathfinder. Ryder? Cora? Halt's Maul. Tun Sie das nicht. Fresse. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelock entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verdaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Ich habe es geschafft. Dann schafft Verdaria es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Verdaria ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Die freut sich. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit. Und nur das zählt. Lovely stuff. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Tja, so viel zur jahrhundertelanger Erfahrung und Weisheit. Ich schätze, letzten Endes helfen wir uns alle nur gegenseitig aus der Klemme. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Normal! Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Sie haben uns auf Habitat 7 beschützt, die Arche der Asari gefunden und die Cat bekämpft. Und das alles ohne ein Pathfinder zu sein. Das ist einfach nur mein Job. Ja, und Sie sind wirklich gut darin. Hören Sie, es war weder Ihre noch meine Entscheidung. Aber vielleicht sind wir ja beide genau da, wo wir sein sollten. Auch wenn wir Ihren Vater verloren haben. Das Leben geht weiter. Wenn man etwas nicht entfliehen kann, muss man es nutzen. Was haben Sie gerade? Hm? Oh, Ihr Vater hat sowas Ähnliches mal zu mir gesagt. Und es ist wahr. Ich muss über einiges nachdenken, aber mir geht's gut. Und ich werde da sein, wenn Sie mich brauchen. Rang 6 Fähigkeit für Cora freigeschaltet. Yeah, das leveln wir jetzt auch noch schon. Oh nein, ich glaube, Fähigkeiten. Ja, wo ist Cora? Wir können sich leveln, wir haben keine Punkte. Wir können jetzt hier leveln. Sweet Baby Jesus. Okay, Freunde, okay. Okay. Wir gehen zur guten alten. Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Das hier ist eine normale Unterhaltung. Okay, beruhig dich. Nein, das hier ist Ihr Versuch, mich zu. Boom. Wir chillen wieder hier. Wunderprächtig. In der nächsten Folge geht's weiter. Mal gucken, was wir machen, wo wir hinwollen. Das suchen wir uns dann im Logbuch aus. Asari-Arche gefunden. Auslitz auseinandergezwiebelt. Prima, prächtig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.